So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde. Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Weiterhin Version 2.02 Beta Revision 865. Und das wird jetzt das letzte Mal sein, dass ich die Revision mit dazu sage, weil das ist ja sowieso relativ bunt für den Zuschauer. Mit dabei ist wieder der Kibbel, hallo. Hallo. Und mit dabei ist wieder die Mary, hallo. Hallo! So, und ja, sind jetzt das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben bei diesem komischen Klops. Und den Klops, der wird jetzt geklopst. Oh, wir haben sie auseinandergeklopst. Naja, aber die Revision finde ich doch wichtig eigentlich, weil wenn ihr Fehler. Fuck you! Entschuldigung. Wenn ihr Fehler in der Revision. Ist ja bei euch auch Grafikfehler mit der Hand? Ja. Okay. Und zwar, wenn ihr diese Fehler, die gibt es die ganze Zeit schon im Spiel. Doch, manchmal schon, aber jetzt ist es mir richtig aufgefallen. Ich nehme den unteren Typi. Bam, bam. Bin mir nicht ganz sicher, warum, aber ich glaube, das ist, dann tut quasi das Super Nintendo an seine Grenzen stoßen. Das ist durchaus möglich. Über mich hinweg kriegt Kilbel was auf. Oh, fuck, Mann. Ich wollte nochmal wegen der Revision sagen, das finde ich schon wichtig, weil wenn die Leute. Wir haben keine Schoki mehr. Oh oh. Ja, mach Bonbon. Oh oh. Wäre cool, wenn man da alle auswählen könnte. Alle einen Bonbon. Oder heilen, wäre auch nicht schlecht. Beziehungsweise kannst du ja sagen, für nähere Informationen unter dem Video. Nähere Informationen findet ihr unter dem Video. Genau, dann steht ja dann auch die Revision dort. Und dann so, ich schmeiße jetzt erstmal die mega runde Bonbons. Kibbel kriegt noch eins. Echt? Warum? Ja, weil du noch so viel Platz hast nach oben. Weil ich overskilled bin. Du bist einfach nur overkilled. Nee, skilled. Oh, wir haben einen Typi gerade kaputt gehauen. Das Bomben hätten wir uns bestimmt sparen können. Schattensprung! Voll die Mary vom Kopf geblockt. Ja, ich hab voll, ich bin special. Bill und Ben, wartet nur! Lady Biggie. Oh Gott. Biggie. Nee, Biggie. Ich würde Biggie, also das klappt französisch oder so, oder? Bijou. Lady Biggie. Ich hab keine Ahnung. Biggie. Es tut uns leid. Wir wurden sowas von mega besiegt, deswegen machen wir die Tür wieder auf. Und deswegen sind wir jetzt wieder mega geheilt. Warte, wir müssen ja wie die Men in Black nach oben laufen. Was ist denn das für eine Oma? Es ging nicht. Ach, Isabella. Isabella, du entkommst mir nicht. Was, Bigoy? Das ist sie, oder was? Ja, oh, was? Du lebst noch. Hahaha, Isabella. Das war ein lustiger Deckname, nicht wahr? Durchaus nicht. Wer bist du? Und warum hast du Navarre und Rolante eingenommen? Ich bin Bigoy. Ich diene dem dunklen Prinzen. Aber nicht mehr lange. Das ist für Adler eine links und eine rechts und eine links. Oh, sei vorsichtig mit den scharfen Messern. Jemand könnte getötet werden. Der Fluch. Jessica. Jessica ist der Fluch. Da fehlt eigentlich noch so ein fehlt eigentlich noch so ein wo er sagt, oh Gott, Jessica, und dann so ein Seufzer. Ach ja, stimmt. Ist ja, wenn er die kaputt haut, dann stirbt ja auch Jessica. Ja, genau. Die Festung ist in Sicherheit. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Vielen Dank. Tja, kein Ding war. Aber Vater wird es nicht zurückbringen. Das sag nicht, wir sammeln einfach die 7 Dragon Balls. Die Dragon Balls. Bill und Ben, sie waren gute Freunde von mir. Jetzt stehen sogar die beiden unter Isabellas, ich meine unter Bigoy's Bann. Wie bös. Sie hat mein Königreich, meinen Vater und meinen Bruder auf dem Gewissen. Das ist nichts gegen Bill und Ben. Ich werde niemals vergeben. So. Mary, hör auf. Bigoy hat einen Fluch auf Jessica gelegt. Wenn du sie tötest, stirbt doch Jessica. Du kennst sie zwar nicht, aber ist doch. Hör auf mich, Junge. Bitte, ich brauche etwas Zeit, um etwas gegen den Fluch zu unternehmen. Das Mana-Schwert. Wenn ich es doch nur hätte, damit könnte ich Jessica retten. Diese Jessica, ist sie deine. Schon gut, ich verstehe. Ich habe keine Zeit, mir Gedanken um Bigoy zu machen. Ich muss mein Königreich wieder aufbauen. Rolante wieder hergestellt zu seinem alten Glanz. Ich glaube, das wäre die beste Revanche. Rache ist Blutwurst.
Danke, Mary. Also da bin ich nochmal gespannt bei dem letzten Text. Rolande wiederhergestellt zu seinem alten Glanz. Ja, das ist irgendwie ein bisschen... So textflüssig war es jetzt nicht. Das war ein... Das war so gesprochen wie aus Faust. Ja, ja. Nee, das war irgendwie... Muss ja immer den Textfluss haben. Das passte nicht so ganz zusammen, wie der hergestellt und sein Plan. Naja. Was, wenn sie nochmal einfallen? Tja. Tja. Gute Frage. Ja. Die Amazonin, die sich da unten links gedreht hat. Also, wir haben unsere Verteidigung erneuert. Wir werden den Fehler kein zweites Mal begehen. Okay. Die Blüten wirken nicht mehr auf uns. Wir können unsere Kundschaft aussenden. Miss Mary, bitte bleibt. Wir benötigen eure Führung. Mary, ihr müsst nicht. Wenn ihr weiter nach Elliot suchen wollt, verstehen wir das. Wirklich? Miss Mary, die Anführerin der Amazonenarmee, würde Prinz Elliot niemals in den Stich lassen. Definitiv. Habe ich recht? Richtig! Was ist denn das für ein Sound im Hintergrund? Was? Ja, das klang jetzt bei mir, als ob da irgendwo ein Traktor im Super Nintendo-Stil vorbeifährt. Richtig! 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 Oh. Elisa, ihr alle, für mein Königreich. Ich werde Elliot und das Mana-Schwert finden. Passt auf euch auf. Miss Mary, seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Ja, ja, ich bin vorsichtig. Okay, was hast denn du für ein Bart? Yeah, ich bin eine Checker, Mann. Das ist ein Checker. Also, Runde des Windes, jetzt nach Forsena zum König. Ja, dann. Unser Checkerbart. Checkerball! Kibbel, machst du noch mit? Ja klar, ich bin doch... Achso, ich muss trinken wieder. Was denn jetzt? Ich bin du bist krass. Vorhin schon rausgegangen, einfach mal so. Echt? Nee, eigentlich gar nicht. Komisch. Okay, let's go. Zombie schnitzeln! Vergiftet, ich bin vergiftet. Ich habe den T-Virus in mir. Mir wächst gerade ein Auge aus der Brust. Wir müssen sie töten, damit ich das Gegengift aus ihrem Gehirn saugen kann. Genau. Hat funktioniert. Umlang. Sicher? Ja. Okay. Weil? Gibt es eine Plattform. Ja. Und hier gibt es die Wege zum Himmel. Auf dem Wege zum Himmel. Da werden wir den König von Rolande finden. Ja. So, jetzt also sind wir hier und nirgendwo gelandet. Ja, genau. Also vielleicht doch unten lang? Ja. Also mir ist ja wichtig, dass halt im Grunde der Lesefluss, also Textfluss, relativ flüssig ist. Und dann ist halt immer dein Stirn, wenn du dann immer so absetzen musst, weil das einfach nicht ganz korrekt ist halt beim Lesen. Wie vor uns zum Beispiel. Nennen wir es ungewohnt. Und auch ja. wenn der ganze Text in dem Spiel so wäre, dann wäre es auch in Ordnung. Dann hätten wir ein Hollerö und so. Ein Hollerö? Ein Hollerö. Hast du hier Unterhaltung? Ach so, ja. Jetzt verstehe ich gerade, was du meinst. Hallöle! Nee, Hollerö! Oder Lindenstraße hätten wir dann hier. Ach so. Jetzt verstanden? Ach so! Ah, ich bin sowas von Frau Recking. Sieg! Ist der. Yeah! Fratzentruhe! Okay, nein. Okay! Heilkräuter erhalten! Radieschen ist auf Platz 2 von den unnötigen Items. Irgendwie. Ja. Naja. Naja. Wir benutzen es halt nicht irgendwie. Oh, können wir hier bitte mal endlich die ganzen Gegner alle kaputt hauen? Danke. Sieg. Huch. Runter? Entschuldigung, Kill Bill, ich hab dich gerade entmächtigt. Ich hab's gemerkt, ja. So, jetzt müssen wir aber eigentlich doch hier runter. Ich wollte woanders hin. Warum? Nein, da auch nicht hin. Ah, ich muss Start drücken dafür, ja. Warum? Ich will uns mal wieder mit Bonbons ausstatten. Warum? Warum ja, nicht? Gute Idee. Wir haben nur 3. Ich verstehe das nicht. Ja, wir haben nur noch 3 Bonbons. Ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig, ne? Ja. Schattenmünze. Auch nicht schlecht. So. Die Schattenmünze. Ja. Wir haben ja unsere ganzen Münzen aufgebraucht. Die Münzen des Schattens. Weiter nach unten geht's. Oh ja.
Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hin. Wir gehen wieder zur Blumenwiese, da müssen wir nicht hin. Wir müssen doch nach Forsena. Vielleicht ist jetzt der Typ hier weg. Ach ja, wir müssen ja. Nee, wo müssen wir der hin? Der ist doch. Auf der Suche nach dem Bug habe ich doch da den Soldaten gefunden. Ja, ach so. Am Schiff, der hat mich ja nicht durchgelassen. Das haben wir jetzt natürlich nicht gesehen hier im Let's Play, aber da war kein Fehler drin. Er hat bloß gesagt, wir haben das Schiff beschlagnahmt. Oder so. Ja, genau. Da werden wir einen extra Speicherpunkt nochmal hinlegen. Ha, der hat voll daneben gehauen, ist der doof. Ja, jetzt hat er getroffen. Oh, ist ja clever. Loser. I'm losing my mind. I'm losing my religion, bitte. Ho. Oh. Hi, jetzt war weiter. Larry hat mal wieder abgespeedet. Voll abgespaced. Speeded up? Space. Nicht space, abspeeden. Nee, in outer space. Ach so, ja, Jesus. Vergiftet. Verflucht. Aber meinst du wirklich, dass das mit dem Falle Level 1 und Level 2, ja, das meine ich. Dass da wirklich ein Pool ist, ja? Ja, ich würde das mal so. Naja, es gibt ja verschiedene Arten von Fallen. Ja, ich weiß. So, und wenn du so eine Truhe aufmachst, dann sind das alles die Fallen halt Level 1 sozusagen. Kann sein, dass der eine Angriff halt nur diese Dorn oder Pfeile halt beinhaltet, ist, aber hier geht jetzt gerade Story. Tut mir leid, wir müssen das unterbrechen. What? Bewohner. Das ist deine Schuld. Der nächste bitte. Genau! Komm hier, du Mieser! Drecksbeutel! Raffi! Luffy! Raffi! Hey, Pig! Könntest du mir hierbei kurz behilflich sein? Du erinnerst dich an mich? Okay, jeder, der dieser Katze auch nur ein Haar krümmt, bekommt es mit mir zu tun. Mit dem Finger auf mich selbst zeig. Wieso kniest du dich? Woher sollen wir wissen, dass du nicht auch einer von ihnen bist? Ach, zum Teufel mit den beiden, verschwinden wir. Jetzt haben sie Schiss. Nur weil du dich hingekniet hast. Ja, das war der machtvolle Kniefall. Vor der Beine liest, möchte ich mal noch was sagen, oder ich muss ja lesen. Und zwar, nämlich, der freut sich ja jetzt, dass er wieder reden kann, dieser Radi. Da war nur genau zwei Wörter, waren das bloß, wo er sich drauf beschränkt hat. Oh, Raffi redet wieder, freue ich mich. Der war ja vorher taubstumm. Die Stadt war ja stumm. Ja. Und deswegen, das war, fand ich auch ein bisschen sehr knapp gehalten, wenn die so gut befreundet sind und so. Na gut, danke, Pig. Es ist viel passiert, seitdem du Navarra verlassen hast. Tatsächlich. Show me. Hier ist das Video dazu. Nö. Mit ihrer Magie. Zum Bigel. Stopp, ich bin doch dran. Ach so, ja. Also, Verzeihung. Mit ihrer Magie. Ihr passt nicht auf, oder? Egal. Merkt mal. Also, mit ihrer Magie zog Bigel. Wie nenne ich ihn jetzt? Bigel nenne ich sie. Mit ihrer Magie zog Bigel alle in ihren Bann. Wer sich ihr in den Weg stellte, wurde getötet. Hm. Oh mein Gott. Das sollte bestimmt dieser Totenschädel bedeuten. Da Jessica bereits mit einem Fluch belegt war, wirkte Bichets Zauber nicht auf sie. Bichet ließ sie ins Verlies werfen. Das ist wahrscheinlich so eine Einschränkung vom Super Nintendo selbst. Jeder NPC darf nur einen Fluch haben. Ja. Und sie die Verlieswände verstärkt und verstärkt. Ich konnte ihr nicht helfen. Doch leider konnte ich ihr nicht helfen oder irgendwie sowas. Naja. Oder deshalb konnte ich ihr nicht helfen, genau. Oder leider konnte ich ihr nicht helfen. Verdammte Scheiße, ich konnte ihr nicht helfen. Verdaulicher. Ja, genau, da müsste er gut. Sie hat mich ebenfalls verflucht. Oh mein Gott. Ich konnte ihr nicht helfen, weil ich ebenfalls verflucht war. Ja. Ach, jetzt sind wir in der Bar. Ah. Ich verstehe. Pig, ich habe dich im Stich gelassen. Ich konnte Jessica nicht beschützen. Du hast es mir versprochen, du blöde Sau. Es ist nicht deine Schuld. Denk nicht einmal daran, sie zu befreien. Das ist zu gefährlich. Das Pick ist zu viel. Das könnte man noch weglassen. So. Ja. Wir sind auf der Suche nach dem Mana-Schwert. Mit ihm brechen wir Jessicas Fluch.
Nein, ich finde, das sollte man nicht weglassen, weil sobald mehr wie zwei Gesprächspartner da sind, wird es unübersichtlich. Ja, aber das ist ja, manchmal ist es da und manchmal ist es nicht da, das ist auch komisch halt. Ja, das finde ich dann auch komisch. Man sollte es immer da machen, wenn es mehr wie zwei Gesprächspartner sind, ansonsten kann man das so lassen, hast du schon recht. Naja. Okay, aber da kann, das ist zum Beispiel mal eine richtig große und tolle Aufgabe für ein Special. Ja, doch, da hat er was zu tun, weil das wäre dann eigentlich der letzte Feinschliff. Da würde sich drüber freuen. Genau. Soll ich den jetzt weiter? Luffy? Das ist Luffy. Nee, jetzt redest du im Grunde weiter. Hier fehlt zum Beispiel jetzt wieder, ne? Nee. Ja. Naja, ist ja auch egal. So, Luffy, bleib so lange in Rolante und versuch jeglichem Ärger aus dem Weg zu gehen. Pass auf dich auf, Pig. Niemand Tschüss sagt, aber ist einfach nur pass auf dich auf. So, Leute. Ja, wir sind schon wieder am Ende dieses Parts angelangt. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Schaut vorbei auf secretofmana2.de und schaut auch mal vorbei bei den snes-projects.de. Gibt es immer viel Stuff, was man sich da aneignen kann. Ja, wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin und tschaußen. Hui. Das wollte ich machen. Nein. Ich mach's aber. Ich kicke Kilbill, ich kicke ihn. Ja, ciao. Tschüss. Was da drin ist, sehen wir im nächsten Video. Okay. Bis dann. Tschüss.